Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Heute sitzen wir in einem Volvo FH der ersten Generation mit ganzen 420 PS und werden damit einmal von Neapel nach Rom fahren. Wir stehen hier gerade bei IKEA und ich würde sagen, es wird schon dunkel draußen, deswegen fahren wir ganz langsam schon mal los, damit wir noch ein bisschen was vom Tageslicht mitkriegen. Und gegen Ende der Tour wird es dann, denke ich, relativ dunkel oder sogar stockdunkel sein. Und ich gucke einfach mal, wie das bei euch ankommt. Und je nachdem, ob ihr das gut findet oder nicht, wird es da vielleicht in Zukunft ein paar mehr Videos geben, wo wir auch mal nachts unterwegs sind oder. Wir sind natürlich auf der Promoz unterwegs. Auch wenn ich glaube, dass der Bereich oder die Strecke, die wir heute fahren, sich nicht von der Standardmap unterscheidet, wenn man das Italien-DLC hat natürlich. Und dementsprechend sind wir heute einfach mal auf Boden vom Bella Italia DLC, hieß es, glaube ich, unterwegs. Und ja, wir sitzen im Volvo FH1. Von mir persönlich meine Lieblings-Volvo-Generation. Tatsächlich finde ich um Welten cooler als alle Nachfolger. Ja, FH3 finde ich noch ganz cool. Und FH4 ist eigentlich auch cool und eigentlich auch der FH5. Aber der FH1 ist halt irgendwie so mein Favorit. Und das ist halt leider ein Truck, von dem wir bis heute im ETS 2 noch keinen guten Mod und keine schöne Umsetzung haben. Das hier ist jetzt einer von Nikola, das ist ein geleakter Paymod, der nicht mal sonderlich gut ist. Also ich meine, ihr seht es ja an der Qualität und ihr habt ihn ja auch von außen eben gesehen und auf dem Thumbnail werde ich ihn auch von außen drauf packen. Das ist jetzt kein Mod, wo man sagt, ey, der ist beste, wo gibt. Ganz im Gegenteil, der ist eher so ein bisschen, also auch was der in der Gameblog, aber ist egal. Auf jeden Fall ist der Volvo FH1 immer noch so einer der Trucks, wo wir bis heute, und wir haben den ETS 2 schon seit, dieses Jahr werden es 12 Jahre, keinen guten Mod, keine richtig gute Mod-Umsetzung von haben. Der fehlt halt irgendwie noch. Und es wurde mal was angefangen, ich weiß aber nicht, ob das je weiterverfolgt oder beendet wurde. Es gab mal einen Thread dazu im SCS-Forum von jemandem, der den bauen wollte. Ist aber auch schon Jahre her, glaube ich. Und das war's. XPS würde ich sowas auch zutrauen tatsächlich, auch von dem hat man ja auch schon länger nichts mehr. Aber das hat ja nichts zu heißen im Endeffekt. Und ich finde das schade, dass die alten Trucks so wenig Aufmerksamkeit kriegen. Aber ich glaube tatsächlich auch, und das könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, darüber wollte ich nämlich eigentlich hauptsächlich hier in dem Video quatschen. Ich glaube, es liegt tatsächlich auch so ein bisschen in der Community, dass wir keine älteren Trucks bekommen oder mehr neue als ältere Trucks bekommen, weil die Community die neuen Trucks, die rauskommen, immer so unfassbar hoch hypt und viele Modder sicherlich auch ein bisschen darauf achten, was die Leute haben wollen oder das zumindest mit einbeziehen in ihre Planung, was sie denn umsetzen. Und natürlich setzt man auch im Endeffekt gerade als Modder das um, was man am besten umsetzen kann. Und so ein Volvo FH1 aufzutreiben für Texturen, Detailfotos und so weiter und so fort, versucht das in Deutschland heutzutage mal. Ich wüsste tatsächlich nicht, wann ich zuletzt einen auf der Straße gesehen habe. Also muss echt schon Ewigkeiten her sein. Und dementsprechend, klar, es ist natürlich, und es ist auch schwer, so ein Fahrzeug für Sounds zu vertonen und sowas, ist klar. Und dementsprechend ist es für Modder halt relativ schwierig. Für SCS ist es bestimmt einen Ticken einfacher, an irgendwas ranzukommen. Also zum einen, weil die ja in Tschechien sitzen. Das heißt, in Tschechien, denke ich mal, ist das Durchschnittsalter von einem Fuhrunternehmen deutlich älter als bei uns. Also da wirst du sowas vielleicht noch eher finden. Zweitens haben die auch Kontakt zu den Herstellern, die ja oft auch ein paar Oldtimer in irgendeiner Sammlung oder sowas haben oder irgendwo als Ausstellungsstück. Also da könnte man vielleicht irgendwie anstelle von SCS eher rankommen. Trotzdem gibt es natürlich Modder, die ältere Trucks umsetzen, wie zum Beispiel XPS und auch Dotec, wenn man jetzt mal den Actros, gut, kann man MP3 schon als älteren Truck zählen, ich denke schon, aber MP2, MP3, MP1 baut er ja auch. Es gibt ja Modder, die ältere Trucks umsetzen, nur gibt es nicht allzu viele, glaube ich, denke ich. Ich denke jetzt, ohne bewusst nachgezählt oder irgendwo geguckt zu haben, dass es mehr gängige, moderne Trucks gibt als Mods im ETS 2. Als halt ältere Trucks. Und ich glaube aber, es liegt ein Stück weit auch an der Community selbst, weil die Community die neuen Trucks, wie gesagt, immer so hoch hypt. Und ich habe eben im SCS-Forum ein bisschen rumgestöbert und wie gesagt, Dotec baut ja im Moment einen MP1 und da habe ich da ein bisschen durch den Thread geguckt und da fragt ihn halt wirklich jemand, wann er endlich einen neuen Actros in Anführungsstrichen macht. Und dann schreibt Dotec halt zurück, ja, ich weiß nicht, was du meinst, oder irgendjemand anders, ich weiß nicht, ob es Dotec selbst war, keine Ahnung.
Weil er hat ja ein MP4 gebaut. Und diese Person möchte aber offensichtlich noch ein MP5 von Dotec haben. Und da denke ich mir, ja, selbstverständlich, klar. Natürlich muss Dotec uns jetzt noch ein MP5 bauen, weil wir haben ja zum Glück nicht schon ein MP5 als Mod im ETS2 und SCS arbeitet zum Glück nicht auch schon an einem MP5, wohingegen wir für ein Actros MP1 gar nichts haben. Ja, also wir haben einen uralten Mod, der von der Qualität, sagen wir, nicht mehr ganz so berauschend ist. Aber den bin ich auch in irgendeinem Video vor, och, wenn ihr das seht, ist es bestimmt ja 2-3 Monate her, bin ich am Balkan DLC gefahren, den MP1. Und der war damals, als er rauskam als Mod, da ist man den halt gefahren, ne? Da war der halt, denke ich mal, zeitgemäß oder so. Für die damaligen Mod-Verhältnisse wahrscheinlich okay. Aber heutzutage halt nicht mehr. Heutzutage ist es halt einfach nicht mehr so. Ja, das Ding ist halt schon ein bisschen veraltet. Der Standard für, also der Qualitätsstandard für ETS 2 Mods ist wesentlich höher geworden. Was Texturen, Modellsound und so weiter und so fort angeht. Und dementsprechend ist der halt einfach ein bisschen veraltet und wir haben keinen ordentlichen. Und MP5 haben wir dann im Prinzip bald zwei, wenn der von SCS kommt. Und die Trucks von SCS sind ja mittlerweile auch gut umgesetzt. Es gibt immer noch Modder, die da die Nase vorhaben. Ich dachte, die rechte Spur verschwindet. Es gibt immer noch Modder, die da die Nase vorhaben und tatsächlich in meinen Augen etwas besseren Content machen als SCS, bin ich ehrlich. Gerade wenn man sich jetzt mal die Actros-Geschichten von Dotec anguckt oder sowas. Oder im Paymod-Bereich auch die Sachen von Glover und so. Also das ist dann immer schon so eine Sache, wo ich sage, ja, da sind die Modder im Prinzip schon besser als SCS. Wobei ich halt nicht weiß, warum nimmt SCS nicht so hochauflösende Texturen wie ein Modder hier und da. Oder warum SCS die Modelle teilweise nicht ganz so detailverliebt ausmodelliert. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Das kann natürlich sein, weil sie es nicht können. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es liegt tatsächlich eher daran, dass sie es nicht wollen, um die Performance vom Spiel noch ein bisschen zu schonen. Weil ja auch, denke ich mal, relativ viele Leute, die den ETS 2 spielen, einen schwächeren PC haben. Und auch die, die einen relativ guten PC haben, so wie ich zum Beispiel, haben ja auch manchmal noch FPS-Probleme und sowas. Dementsprechend denke ich, SCS will da eher so ein bisschen die Rücksicht auf die Performance legen. Aber für jemanden, der einen guten PC hat, sieht es halt dann trotzdem so aus, als könnten die Modder mehr als SCS selbst. Was Sounds angeht, bin ich mir da aber sicher. Also was so ein Kriechbaumann-Sounds macht zum Beispiel, das ist deutlich besser als von SCS. Und gute Sounds haben ja im Endeffekt nichts mit der Performance, oder ja, nicht viel mit der Performance zu tun. Aber gut, ich schweife ein bisschen vom Thema ab. Eigentlich wollte ich nur darauf zu sprechen kommen, dass es mich irgendwie so ein bisschen triggert, dass die ETS 2 Community immer alles neu haben will und überall schreien sie nach dem MP5 und so und überall schreien sie nach, keine Ahnung, nach dem neuen Facelift oder nach dem neuen Dashboard von Renault Range T oder so, keine Ahnung. Und unterm Strich ist es halt einfach wurscht, weil wir bekommen den MP5 von SCS und wir haben den MP5 auch schon als Mod. Wir brauchen den nicht nochmal von Dotec als Mod. SCS hat im Weihnachtsstream angeteasert, dass der von denen irgendwann mal kommen wird. Dementsprechend braucht man jetzt vielleicht auch nicht mehr unter jedem SCS Social Media Post drunter zu schreiben, yo, wann kommt dies, wann kommt das. Man weiß ja jetzt so ungefähr, was geplant ist. Ne, zumindest kennt man jetzt einen Teil von dem, was geplant ist. Und da kann man doch, würde ich sagen, einfach mal einen Gang runterschalten und chillen. Und wenn man unbedingt einen MP5 im ETS 2 haben will, dann fährt man den Mod. Der ist kostenlos, der ist auch nicht allzu performancefressend, glaube ich. Und der ist qualitativ in Ordnung umgesetzt. Also kann man doch definitiv... Er wird nach links ziehen, ne? Ja. Definitiv erstmal mit dem Mod leben, bis dann irgendwann die Variante von SCS kommt. Das ist halt irgendwie... Das ist meine Meinung und das fällt mir in letzter Zeit halt einfach verstärkt auf, dass die Leute nach Sachen fragen, die es für den ETS 2 schon gibt. Und sich dann auf der anderen Seite wieder beschweren, ja, warum kommen denn keine älteren Trucks rein? Ja, vielleicht hättest du bei SCS dich 100 Mal nach einem MP5 gefragt, dann hätten sie vielleicht keinen MP5, sondern stattdessen einen älteren Truck gebaut. Glaube ich zwar nicht, weil es ein sehr hohes Ziel oder eine der Geschichten ist, die SCS immer öfter erwähnt, dass sie einen aktuellen Fuhrpark haben wollen, aber ich glaube, ihr versteht so ungefähr, was ich meine. Die Leute beschweren sich, dass sie keine alten Trucks im Spiel haben oder keine alten Trucks ins Spiel bekommen. Und fragen aber immer nach den neuen Trucks. Also heißt es dann für mich im Umkehrschluss,
dass sie zwar beides wollen, aber dass die neuen Trucks ihnen am Ende des Tages wichtiger sind. Das finde ich ein bisschen schade, weil gerade solche Klassiker wie der Volvo FH1 hier, die mittlerweile aus dem Straßenbild verschwunden sind, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute hier in meiner Community gibt oder auch in der ETS2-Community an sich, die so ein Ding hier gar nicht mehr kennen aus dem Straßenbild, die gar nicht mehr wissen, was das hier ist. Also gut, man sieht natürlich, dass es ein Volvo FH ist, ne? Man sieht halt, dass da schon so ein paar Designanleihen damals schon da waren, die sie beim FH3 weiterverfolgt haben. Klar, logisch. Aber ich denke, es gibt schon ein paar Leute, einen gewissen Prozentsatz, die so ein Ding gar nicht auf dem Schirm haben. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich fände es cool, wenn da so ein bisschen Licht drauf geworfen wird und wenn da vielleicht irgendwann einfach mal was passiert. Wenn SCS anfängt, solche alten Trucks umzusetzen oder vielleicht auch die Modern größeres Augenmerk darauf legen. Aber bei den Modern ist es halt, wie gesagt, immer schwierig, an so einen alten Truck ranzukommen. Als jetzt einfach nur eine Privatperson, die das aus Spaß für ein Spiel umsetzen will im Endeffekt. Wie willst du denn das machen? Also das ist, denke ich mal, schon schwieriger als für SCS, wie gesagt. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwann mal ältere Trucks im ETS 2 bekommen. Ich finde nämlich, wir haben viel zu wenige. Scheißegal, ob von SCS oder als Mods, das ist mir Wayne. Solange die Qualität passt. Und ich hoffe, dass die Community auch irgendwann mal anfängt, also gerade die Leute, die immer nur haben wollen, anfängt ältere Trucks und vor allem auch die Arbeit von Modern mehr wertzuschätzen. Ist ein sehr chaotisches Video, ich weiß, ich wirf hier vieles zusammen, aber das ist halt so das, was mir gerade zu dem Thema einfällt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sich da was tut. Weil wie gesagt, gerade diese Ära von Trucks, wie wir gerade fahren, so ja, Anfang, Mitte 90er, ist genau die Zeit, wo ich Trucks persönlich am coolsten fand. Also bei Bussen, doch bei Bussen ist da auch der Peak. Bei Autos muss ich über... Ja, bei Autos ist es bei mir ein bisschen schwieriger. Da finde ich im Prinzip fast alles cool, was in den 80ern und 90ern war. Und ab Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, ist es dann immer weniger geworden, was mir gefällt. Ja, denke ich schon. Würde ich so unterschreiben, glaube ich. Aber LKWs, finde ich, war damals halt einfach der Peak. Die erste Generation Volvo FH. Die erste Magnum-Generation. Der SK und der MP1. Was haben wir noch gehabt in der Zeit? Der F2000, der war damals ja noch top aktuell. Der TGA kam ja, glaube ich, erst 99 oder so. Oder 2000 oder sowas. Also der kam tatsächlich erst relativ spät. Die Leute denken immer, dass der TGA irgendwie, keine Ahnung, seit Mitte, Ende 90er gebaut wird. Aber es ist ja gar nicht so. Der TGA ist ja tatsächlich noch relativ neu. Aber ja, das war für mich irgendwie so der Höhepunkt. Also F2000 hatten wir da, den Iveco Eurostar, glaube ich, ist der Nachfolger vom Turbostar. Den gab es auch, den finde ich auch sehr, sehr cool. Finde uns auch eine ordentliche Umsetzung im ETS 2. Was haben wir denn damals noch alles gehabt? Ich überlege gerade. Scania 4er Serie natürlich, ist auch cool gewesen. Ja, Scania 4er Serie, Renault Magnum, Volvo FH1, Actros MP1, beziehungsweise Mercedes SK, MAN F2000, der Iveco und irgendwas vergesse ich doch schon wieder. Aber gut, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich finde die Trucks aus der Zeit wesentlich cooler und interessanter als das, was wir heute haben, persönlich. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, wenn ihr das anders seht. Und wenn ihr das auch so seht, dass die Community recht hat, dass auf den neuen Trucks das Hauptaugenmerk liegen sollte oder dass die neuen Trucks wesentlich wichtiger sind. Aber ich habe halt irgendwie immer das Gefühl, dass in der Community ältere Trucks mehr gefeiert werden. Und trotzdem will aber von SCS wieder nur die neuen haben. Und bei Modern wird dann auch immer nur nach neuen gefragt und so. Verstehe ich irgendwie nicht. Verstehe ich nicht. Deswegen könnt ihr mir gerne einmal unten reinschreiben, was ihr lieber mögt. Ältere Trucks oder neuere Trucks. Wir nehmen hier einmal die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Und ihr könnt mir auch gerne mal unten reinschreiben, ob ihr mehr Nachtfahrtvideos von mir sehen wollt. Wobei das hier jetzt noch keine richtige Nachtfahrt war. Ne? Es ist ja gerade erst dunkel geworden und wir kommen schon an. Aber Sachen, die so in die Richtung gehen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, gerne einmal unten rein und wir laden jetzt, würde ich sagen, einmal das Ding hier ab. Wenn wir die Einfahrt finden. Hier ist die Einfahrt. Und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich fürs Kommentieren. Für alle, die ein Like da lassen. Oder auch ein Abo. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wir parken das Ding jetzt einfach mal schnell da hinten ein, wo wir jetzt noch hin müssen. Und dann war das im Endeffekt ein kurzes und knackiges Video. Und ich bin tatsächlich mal wieder echt sehr gespannt auf eure Kommentare.
Mal gucken, was ihr so schreibt. So, fahren wir mit dem Ding einmal hier rein. Vielleicht ohne, dass er uns stehen bleibt. Und dann stellen wir den hier einmal ab. Wie gesagt, ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.